Hi, mein Thema ist jetzt: lebe gesünder, sei fitter, sei glücklicher, hab einfach allgemein ein besseres Gefühl, ohne dass du irgendwelche Ratgeber kaufen musst oder irgendwelche Präparate nimmst. Und jetzt geht's los. Und nochmal ein kleiner Hinweis: wenn ihr echt psychische Probleme habt, dann ist dieses Video halt nichts für euch. Dann versucht euch einen Therapeuten zu besorgen, einen Psychologen. Wenn ihr euch nicht traut, da irgendwo zu einem Psychologen zu gehen und den ersten Schritt zu machen, dann könnt ihr Telefonnummern wählen von der Nummer gegen Kummer, wenn ihr jünger seid, oder halt Telefonseelsorge. Da sind qualifizierte Leute, die mit euch sprechen, die euch die Kontaktdaten geben. Und dann, die helfen euch auch, einen Termin zu machen, den ersten Kontakt, wenn ihr diese Hürde nicht nehmen wollt. Ich schreibe die Nummern einfach in die Informationen und dann könnt ihr die nutzen. Aber wenn ihr wirklich ernsthafte Probleme habt, bewältigt die erstmal mit Experten und dann nutzt die Tipps, die hier in diesem Video vorkommen. Das Erste, was man machen sollte, damit man sich jeden Tag einfach irgendwie besser fühlt, ist ausreichend zu trinken. Die meisten Leute trinken einfach viel zu wenig und ich meine damit Wasser oder Saft auch und sind den ganzen Tag einfach irgendwie schlapp. Und deswegen ausreichend trinken und immer Wasser dabei haben, jede Stunde fast einen Liter oder einen halben Liter trinken, abhängig von der Körpergröße. Und ihr merkt schnell, wie gut ihr euch fühlt, wenn ihr ausreichend trinkt. Punkt 2, ernähre dich nicht nur gut, sondern auch besser. Und damit meine ich, versuche dich fettarm zu ernähren und genug Kohlenhydrate zu essen. Man merkt oft, dass Leute aggressiv werden, wenn die zu wenig Hunger haben. Und das ist halt ein Zeichen, dass man zu wenige Kohlenhydrate gegessen hat. Man ist gereizter, man kann sich nicht mehr konzentrieren und alles fällt einem schwieriger. Und deswegen ausreichend essen, genug Kohlenhydrate und versuche eher fettarm zu essen. Denn fettes Essen, da braucht dein Körper viel mehr Energie, um es zu verdauen. Und das macht dich träge. Das kennt man, wenn man sehr fettiges Essen, so Pommes mit Mayonnaise gegessen hat. Da liegt man einfach auf dem Sofa und kann gar nichts mehr und nur noch Fernsehen gucken und ist total unproduktiv. An Arbeit ist halt kaum noch zu denken und deswegen ernähr dich einfach gut mit Kohlenhydraten und dir geht es besser. Und jetzt kommt jetzt etwas: versuche Stimulantien zu vermeiden und damit meine ich Koffein und Nikotin. Und das ist halt nicht immer leicht, weil man ist so gewohnt, dass man morgens seinen Kaffee trinkt und in der Pause eine Zigarette raucht, auch gerne nach dem Essen. Aber das ist nicht gut. Also Koffein mal zu nehmen, um beim Sport so einen Push zu haben, das ist in Ordnung. Aber zum einen mal beim Zigaretten ist der Tabak und der Zigarettenrauch, der dich halt und deine Lungen krank machen. Aber das Koffein sorgt dafür, dass man einfach die ganze Zeit, wenn man es täglich trinkt, immer wieder hochgepusht wird und eine Toleranz bildet. Und das ist genau das Problem. Diese Stimulantien sorgen dafür, dass man immer wieder neues Koffein braucht, um wieder wach zu sein, um sich wieder gut zu fühlen. Und wenn man es weglässt, dann merkt man, dass man auch ohne diese Koffein und Nikotin sich einfach gut fühlt. Und auf lange Sicht ist es halt auch einfach nicht gut. Dann ist man immer drauf und wenn man dann mal halt nicht kein Koffein getrunken hat oder zu sich genommen hat, dann geht es einem einfach nur schlecht. Und das ist halt nicht das, was man haben will. Wir wollen ja genau das Gegenteil. Und Koffein sorgt zudem noch dafür, dass man einfach schlecht schläft. Die Schlafqualität ist einfach nicht so gut. Und das ist halt auch ein Punkt, der kommt später noch. Weiter das Thema ist: macht Sport. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, wenn man zu wenig Zeit hat, aber versucht ausreichend Sport zu machen. Ich empfehle Rennradfahren, da kann man sich nicht so leicht verletzen, wenn man alle Sicherheitsvorkehrungen einsetzt und nicht verletzt ist und dann fährt. Und da kann man ganz langsam das sogenannte Base-Training machen, langsam große Strecken zurücklegen und es ist sehr gut für den Körper, für die Lunge, für das Herz. Und deswegen macht Sport. Ihr müsst auch nicht unbedingt Rennradsport machen. Ihr könnt auch den Sport machen, den ihr eh schon macht, den dann regelmäßig. Oder einfach das, was ihr gerne mögt. Das kann Laufen sein, Schwimmen sein
Oder alles. Hauptsache macht es. Ihr könnt auch beim Fahrradfahren dann strukturierte Workouts machen, um besser zu werden. Und da merkt man auch, das motiviert auch dann, wenn man wieder eine neue, neues Level erreicht hat, noch besser geworden ist. Und das pusht einen richtig. Und deswegen macht Sport, ist einfach gesund und man fühlt sich danach besser, wenn man es geschafft hat. Und jetzt etwas sehr Wichtiges, was ich auch gerne mal falsch mache, ist genug schlafen. Schlaft genug, geht rechtzeitig ins Bett, um euch die Energie zurückzuholen. Und hier kommt es halt auch an mit dem Koffein. Wenn ihr Koffein trinkt und zu wenig schläft, dann braucht ihr wieder Koffein, um fit zu sein. Und weil ihr dann so viel Koffein konsumiert, könnt ihr schlecht schlafen. Und deswegen Koffein weglassen, insbesondere abends, um gut zu schlafen. Geht rechtzeitig ins Bett. Macht die Geräte aus wie Fernseher, Handy, Laptop. Legt es einfach weg und versucht zu schlafen. Und jetzt nochmal etwas, was das alles kombiniert mit fettigem Essen, zu wenig Schlaf und Koffein. So, wenn man abends zum Beispiel viel fettiges Essen isst, dann braucht der Körper sehr viel Energie, um das Essen zu verarbeiten und dann schläft man auch schlecht. Und diesen Schlafmangel, den man dann hat, den kann man dann nur noch mit Koffein ausgleichen, obwohl der Körper eigentlich erschöpft ist. Man trinkt Koffein, wird wieder hochgepusht, ist aber eigentlich müde. Und dann ruft der Körper wieder, dass er Energie braucht, weil es ihm ja eigentlich so schlecht. Und dann greift man halt zu fettigem Essen, was wieder dazu führt, dass man wieder das Essen verdaut, wieder sich schlapp fühlt, mehr Koffein trinkt und dann wieder schlecht schlafen kann. Beziehungsweise dann abends wieder fettig ist. Und so kommt man in einen Zirkel, wo man ausbrechen muss, aufhören, weniger fettiges Essen, weniger Stimulanzien und gut schlafen. Und dann sieht man die Erfolge, es geht einem einfach viel besser. Ja, und jetzt noch etwas, was viele am Wochenende machen, manchen aber auch täglich. Meidet Alkohol, Alkohol trinken sollte man gar nicht, wenn es einem schlecht geht. Und deswegen Alkohol und die meisten anderen Drogen sollte man eigentlich auch nicht. Manche kann man mal nehmen, wenn man Spaß dran hat. Aber meidet Alkohol, es ist einfach ein Nervengift und es macht einen einfach krank auf lange Sicht. Zusätzlich nimmt es einem Kraft, man fühlt sich am nächsten Tag schlecht, schläft extrem schlecht und ist einfach nicht erholt. Und genau das ist das, was dafür sorgt, dass man depressiv werden kann, wenn man zu viel Alkohol trinkt oder regelmäßig. Und deswegen einfach Alkohol meiden, wenn man mal trinkt, auf irgendeiner Feier, okay. Aber regelmäßig Alkoholkonsum meidet das am besten. Jetzt noch so ein paar einfache Tipps, wie geht oft an die frische Luft. Da gibt es wenig zu sagen. Die Sonnenstrahlen, die machen einen einfach ein gutes Gefühl. Und wenn es dann irgendwie im Winter zu wenig Sonne ist, dann bringt es auch mal Vitamin D-Tabletten zu nehmen, damit man halt die fehlenden Sonnenstrahlen, die der Körper braucht, ersetzen kann. Und wenn man einen stressigen, langen Arbeitstag hat, ist es vielleicht auch gut, diese Vitamin D-Tabletten das ganze Jahr zu supplementieren. Aber am besten, wenn ihr es machen könnt, geht oft genug an die frische Luft, tankt Sonne. Es ist super, euch geht es danach besser. Und jetzt noch auch ein wichtiger Tipp, den viele aber zu selten beachten. Verbringt einfach viel Zeit mit den Leuten, die ihr mögt, die ihr liebt und die ihr gern habt. Unser Leben ist so kostbar und die Zeit ist so kostbar, die wir haben. Und die Zeit muss man halt verbringen mit Leuten, die einem gut tun. Und ihr tut ihnen hoffentlich auch gut. Und macht mit ihnen Sachen, die euch Spaß machen. Geht gut essen, am besten nicht so fettig. Und genießt einfach die Zeit. Hey, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Wenn nein, ja auch egal. Ihr könnt mich auch abonnieren oder den Kanal, jedenfalls mich nicht. Schreibt einen Kommentar, ob ihr noch irgendwelche Tipps habt, wie es jemandem einfach das ganze Leben lang besser gehen kann. Urlaub zum Beispiel. Oder, ja, genau. Sagt mir, wo man schön in Urlaub fahren kann und damit es einem besser geht. Und sonst habt einfach eine gute Zeit und genießt jeden Tag. Tschüss.